Heute gibt es mal wieder die Vielfalt, wie man schlechte Laune bekommen kann. Indem man Drops und Turnierpunkte aufmacht und bloß nichts Geiles daraus bekommt. Nein, also lieber Domdo, vielen lieben Dank für die Einsendung deines Accounts. Ich werde mir natürlich Mühe geben, dass du was richtig Nices bekommst. Heute aber ohne einem Nasenopening, denn die Nase ist noch voller Bakterien. Bei allem Respekt, aber das muss wirklich nicht sein. Was aber sein muss, ist euer Einkauf bei Errol.exchange. Ich bedanke mich nochmal vielmals für euren kranken Support. Ob ihr es glaubt oder nicht, dank euren Einkäufen kann ich jeden Tag ein Video hochladen. Wenn du mich auch supporten möchtest, ist hier ein kurzes Video, wie du es tust. Einfach deine Plattform auswählen und nach deinen Lieblingsitems suchen. Danach in den Warenkorb packen, Creator-Code ANYART nicht vergessen, denn dann gibt's 3% Rabatt. Danach deine Steam, Epic oder Konsolen-ID angeben. Und ganz wichtig, es gibt keine weiteren Gebühren, die anfallen. Danach befolgst du einfach die Aufforderung auf dem Bildschirm und ich wünsche dir sehr viel Spaß mit deinen Items. Tja, wir haben heute die große Qual der Wahl. Womit fangen wir an? Machen wir zuerst die ganzen Drops auf und die beiden goldenen Kürbisse oder öffnen wir knapp 120.000 Turnierpunkte? Ich würde sagen, die Antwort ist klar. Wir starten mit den Drops. Denn wenn diese Drops einmal gelutscht sind, dann kann es ja eigentlich nur noch besser werden, oder? Wir starten mal mit den 7 ungewöhnlichen Drops, aber ganz ehrlich, boah, ist das laut? Oh mein Gott! Wir haben eine Baseballmütze für Frauen bekommen. Oder wofür steht das F? Ganz ehrlich, ich glaube, hier bekommen wir halt wirklich nicht so den großen Wurf raus. Auch hier natürlich nichts. Aber ein Rufzeichen RL. Es ist für mich eher ein Pinguin mit Atemmaske, weil er natürlich an Land nicht atmen kann, weil das ja ein Meeressäugetier ist. Ein Fisch quasi mit Flossen und Schnabel. Wir machen einfach mal weiter. Wir schauen mal gemeinsam rein. Ich glaube, wir werden hier halt nichts Gutes draus ziehen. Auch hier bekommen wir Tunika. Das ist aber eigentlich ganz okay, die Tunika-Räder. Meiner Meinung nach könnten die schon ganz lecker sein. Ich glaube, die habe ich sogar in Schwarz und die sehen da eigentlich ziemlich nice aus. Aber auch hier in so einem Goldschimmer finde ich die gar nicht so verkehrt. Wir machen schnell weiter. Noch 4 ungewöhnliche Drops und wir rattern jetzt mal ganz schnell durch. Ja, einmal die Inselschuppen, die möchte eh niemand haben. Schuppen ist was für Kopfhautfanatiker oder so. Und jetzt bekommen wir, Gras. Oh nein, Herr Officer, es ist nicht meins, auf gar keinen Fall. Und? Was bekommen wir hier raus? Derby Time. Ist ja gerade auch WM. Aber wir haben natürlich auch noch 26 seltene Drops in unserer Startelf, um mal so ein bisschen thematisch bei der WM zu bleiben. Da könnte ich aber theoretisch auch sagen, lass einfach mal schnell die 26 Drops wegkillen, oder? Ich würde sagen, wir legen los. Come on, jetzt gönn doch mal den ersten Import-Drop. Es ist kein Import. Es ist ein Aufkleber vom Center Shock. So, komm, jetzt gönn doch bitte mal den ersten Import-Drop. Let's go. Es ist kein Import-Drop. Es ist ein Hattrick. Ich sag, wir sind heute voll bei der WM. Ich glaube, die Nase müsste wirklich mal ran, aber ich möchte sie halt heute, so verschnieft wie ich bin, nicht benutzen. Und naja, wir sehen schon, okay, metallisch glatt ist eigentlich ganz okay. Das kann sich sehen lassen, aber ist jetzt auch nicht so. Komm, ein Import-Drop. Komm, oh, gib mir doch einfach nur einen Import-Drop und keine Tacos. Die möchte ich wirklich nicht haben. Und weiter geht's, der nächste Drop. Und immer noch kein Import. Schade. Aber dafür die Jutsu-Räder, die sind zumindest eigentlich schon relativ schick. Die kann man sich auf jeden Fall gut gönnen. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich mache einmal mit der Nase, aber ich versuche die Nase nur recht wenig zu berühren. Also generell. Und natürlich kommt dann der erste Import-Hit. FSL-Räder, natürlich. Ich sag ja, die Nase ist halt einfach the place to be. Okay, so groß ist meine Nase auch wieder nicht. Aber immerhin haben wir das erste Import-Item bekommen. Und damit können wir eigentlich jetzt auch weitermachen. Tun wir aber nicht. Wir bekommen jetzt natürlich eine Karosserie. Ist aber auch nicht schlecht. Weiter geht's. Come on, 3, 2, 1. Gönn noch einmal ein Import. Nein. Burnout, ne? Ja, habe ich schon sofort gesehen. Und ich bin auch schon kurz davor. Einer geht noch raus. Ein Import-Drop eventuell. Let's go. Ja, Mann, der zweite Import-Drop und Zauberkünstler. Es passt auf jeden Fall zu seinem Preset. Das ist ja sein Preset von Domdo. Und ganz ehrlich, mit dem Zauberkünstler zusammen ergibt es auf jeden Fall eine schöne Chemie. Noch 12 und komm, gib mir doch noch mal irgendwas. Irgendwas Geiles. Ja,
nein. Ui, Troika-Räder kann man mitnehmen, auf jeden Fall. Noch 8 Drops heißt immer noch die Chance für das ein oder andere Import-Item. Nein, leider nicht. Es ist der Regenbogen. Auch der passt, naja, nicht ganz so gut wie der Zauberkünstler. Nee, eigentlich passt das ja gar nicht. Noch 6 und meine Nase geht gerade richtig zu. Es ist unglaublich, wie wenig ich gerade riechen kann. Aber wir bekommen einen Import-Hit. Wichtig. Und zwar die Hero-Räder. Wir haben also mittlerweile echt viele Räder bekommen. Troika, Hero, dann die anderen da noch und die anderen auch noch und so. Also schon ganz viele von anderen Items, die wir bekommen haben in Räderform. Es ist super geil. Und jetzt vielleicht nochmal zum guten Schluss. Ja, auch nochmal die Esper-Räder. Der letzte seltene Drop und ich kann gerade wirklich durch den Mund atmen und reden gleichzeitig. Ich wusste gar nicht, wie ich sowas kann, aber ich komme gerade echt nicht mehr darauf klar. Meine Nase ist zu wie sonst was. Meine Nase ist quasi so zu wie die Nase vom Oktopus, die man halt, ja, wo hat der eine Nase überhaupt? Aber wir haben natürlich noch 5 sehr seltene Drops und damit haben wir die Chance gesteigert auf Import oder auf exotische Items. Oh ja, ich freue mich so, juhu, das wird jetzt richtig gut. Passt mal auf, liebe Leute, wie ich diesen Drop hier jetzt öffne und wir sofort ein Import-Item bekommen. Schau es dir. Okay, ja, Vorführeffekt. Oh! Das ist doch ein sehr schöner Hit. Flammenwerfer in Lindgrün. Schau dir das doch mal an, wie das Preset, wie die Faust aufs Auge, wie der Deckel zum Topf, wie die, weiß ich auch nicht, wie der Abonnier-Button bei AnyArt und du. Es passt wirklich richtig gut, oder? Also richtig nice. Lindgrün Flammenwerfer, GG, du hast schon alles gewonnen, Domdo. Ja, du musst dich bei mir nicht bedanken. Das mache ich doch sehr gerne. Ich weiß, ich mache das immer ziemlich cool und professionell, diese Openings. Gelber Blitz ist aber gar nicht so gelb, ist eher orange, oder? Aber der hört sich geil an. So höre ich mich auch an, wenn ich unfassbar Hunger habe. Wir machen weiter. Come on. Import, exotisch. Komm schon. Ja, also jetzt immer bei den gelben Blitz. Und jetzt haben wir denselben Blitz, aber ohne Gelb. Aber er macht dieselben Geräusche, ne? Interessant. Komm, noch 2 Drops. Sehr selten. Import, exotisch. Come on. Was bist du denn für ein dummer... Ja... Holzkopf. Der letzte seltene Drop. Ich kann ja auch nichts dafür. Aber ich glaube, Flammenwerfer TV, Lindgrün, ist schon viel wert. Du willst mich doch verarschen, du scheiß Spiel. Nein, auch binär will ich nicht haben. Ich möchte nicht binär, ich möchte viel mehr. Zum Beispiel einen Import-Drop aus den Import-Drops. Ja, exotisch, Schwarzmarkt und Import. Jetzt sollten wir irgendwas Geiles bekommen. Bitte auch Painted. Ich flehe dich an, lieber Rocket League-Gott. Import ist es schon mal geworden. Und es ist die Schlangenhaut für den Jäger. Ich breche ins Essen. Ja, aber wir haben natürlich noch 2 goldene Kürbisse. Und wir wissen alle, dass ich aus den letzten 100 goldenen Items nicht einmal Schwarzmarkt bekommen habe. Und dementsprechend kann ich euch sagen, also ich habe Spaß. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt hier aus diesen beiden Drops vielleicht mal endlich wieder nach Ewigkeiten ein Schwarzmarkt-Item bekommen. Beim ersten schon mal auf jeden Fall kann ich sagen, nein. Und beim zweiten kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Chance da auch bei weniger als 1% liegt. Und zwar bekommen wir auch hier etwas Tolles und zwar immerhin in Painted, aber das ist natürlich, ja, ich, ja... Aber natürlich ist das Ende noch nicht in Sicht, denn wir können jetzt noch 9 All-Star-Pokale öffnen, plus ein paar Herausforderer- und Hoffnungsträger-Pokale und können halt nur hoffen, dass wir irgendwas Geiles bekommen, was vielleicht Painted ist. Wir machen den ersten Pokal auf. Weiter geht's hier. Ratzfatz. Und wir bekommen Oxalate. Irgendwie komisch, so ganz ohne Animation einfach die Turnier-Drops zu bekommen, oder? Ich finde das irgendwie komisch, weil warum hat man da nicht auch eine Animation? Das macht doch eigentlich viel mehr Sinn. Den zweiten Pokal für 12.000 öffnen wir und es ist Oxalate. Jetzt hast du also schon mal die Raketenspur und auch die Reifenspur. Ist doch eigentlich ziemlich nice. Und wisst ihr, was auch ganz schön wäre? Endlich mal ein exotisches Item. Let's go. Da ist es. Angebot schraffiert. Jetzt nicht so die Welt, aber ist okay. Wir machen weiter. 12.000. Let's go. Nochmal.
Oho, kobaltblaue Akrobatenangebote schraffiert Items. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, meiner Meinung nach. Und jetzt bräuchten wir noch dreimal exotisch, um zumindest einen Schwarzmarkt-Upgrade zu haben. So rein theoretisch. Aber so wird das eher so nix. Come on, einmal noch exotisch. 3, 2, 1, exotisch. Ja, Bladien invertiert. Drittes von 5. Ich bin richtig heiß heute. Ich möchte auf jeden Fall einen exotischen Upgrade auf Schwarzmarkt haben. Das wäre richtig nice. Dazu brauchen wir noch zweimal jetzt exotisch. Come on, 3, 2, 1. In Grau. Schöner Hit. Leider das blödeste Item, was man sich vorstellen könnte. Ich muss sagen, immerhin in Grau, das tut der Seele schon ganz gut. Und jetzt bitte noch zweimal exotisch. 1. Let's go. Nein, Dishi. Oh Mann. Einmal noch. Let's go. 3, 2, 1. Exotisch. Ja, Mann. Der vierte exotische Hit. Und ich mache jetzt nochmal zwei Herausforderer-Pokale auf, in der Hoffnung, da vielleicht auch irgendwas Exotisches rauszubekommen. Lieber Rocket League-Gott, gönn einfach. Let's go. Ihr seht ganz cool aus, bin ich ehrlich zu euch, aber nein. Come on. Exotisch. Bitte. Irgendwie. Let's go. Nein, so nicht. Oh, aber grau. Wieder das zweite graue Item. Und jetzt können wir noch ein paar hiervon öffnen. Vielleicht haben wir auch da das Glück. Eventuell. Guck mal, Dinosaurier in Waldgrün. Ist schon mal ziemlich nice. Und der letzte Drop. Come on. Jetzt nochmal. Exotisch. Ready? Let's go. Nein, leider nicht, aber wir können uptraden und ich glaube, wir können bestimmt irgendwie einen Import-Uptrade irgendwie hinbekommen. Ja, du lieber Domdo, auf meine Verantwortung hin werde ich jetzt mal ein paar Sachen uptraden, die du halt generell auch nicht so häufig hast, weil ich glaube, wir können heute eigentlich schon ein richtig nices Item bekommen und zwar ein Schwarzmarkt-Item, bestimmt auch painted, deswegen ich riskiere jetzt mal alles, wir bekommen jetzt erstmal einen Import-Drop, eventuell ja auch sogar Sunsetter. Wir machen es einfach, let's go, 3, 2, 2, 1. Und wir bekommen Oxalate in Orange. Aua. Das ist aber ekelhaft, weil ich müsste es ja eigentlich auch uptraden jetzt. Und oh, oh. Ach du Scheiße. So verantwortungslos war ich eigentlich selten auf einem Account eines Zuschauers. Ich riskiere es jetzt und werde Breakouts in Grau und Oxalate in Orange uptraden, weil ich glaube und ich erhoffe mir, dass der Schwarzmarkt-Drop richtig, richtig, richtig geil sein wird. Aber nochmal ganz kurz zur Anmerkung. Ja, Flammenwerfer Lindgrün war schon ziemlich nice. Ja, also da musst du mir auf jeden Fall dankbar sein, auch wenn es hier schief geht. Wir schauen mal rein, welches exotische Item wir jetzt bekommen. Ich bin bereit. Aua. Und es sieht eher so aus, als wäre der Reifen durch Kacke gefahren. Ich glaube, das kann man schon uptraden. Oh, es tut mir so unfassbar leid. Wir machen jetzt Angebot in Kobaltblau und Bladien in gebranntes Sienna. Generell traden wir jetzt alle deine exotischen Items hoch. Es tut mir schon ein bisschen leid, aber du wirst mir gleich dankbar sein. Und du bekommst gleich auf jeden Fall Amplitude oder Starliner. Und ich sage dir jetzt schon mal vorweg, ich schwöre, du bekommst gleich Starliner und zwar Painted. Wenn es geht, sogar in Schwarz oder Grau. Oh Mann, ich habe richtig Angst, weil es halt nicht mein Account ist. Aber ich hoffe, das Spiel gönnt mir jetzt. Bitte belohne mich dafür, dass ich risky war. Bitte, come on. 3, 2, 1. Ha! Es ist die Amplitude gewesen. Leider auch nicht painted. Aber ist, glaube ich, trotzdem okay. Ich glaube, das ist eine schöne Torexplosion, die man sich auf jeden Fall gönnen kann. Und ich würde mich an deiner Stelle schon freuen, weil das ist halt auch echt ein schönes Item soweit. Und von daher, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Oder? Nein, also jetzt mal Real Talk. Mit Flammenwerfer, Lindgrün und Amplitude haben wir schon zwei schöne Hits bekommen. Eventuell wäre Oxalate in Orange was Cooles gewesen. Oder aber auch der Breakout-Aufkleber in Grau. Wobei ich da halt nicht genau weiß, hast du überhaupt einen Breakout? Willst du ihn überhaupt haben? Und pipapo. Ich glaube, das ist okay, wenn wir das hochgetradet haben. Wenn auch du mir mal deinen Account anvertrauen möchtest, du siehst ja, wie ich damit umgehe. Richtig liebevoll, als wär's mein eigener. Dann schreib mir gerne auf dem Discord einfach eine Privatnachricht und dann quatschen wir mal kurz und machen einen Termin aus. Und dann mache ich deine Items oder Turnier. Punkte auf. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal da rein. Auf Wiedersehen und ciao.